Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, immer noch bei dem Zeugs vor dem finalen Kampf. Und ja, ich habe mir vorgenommen, die restlichen Teufelsbestien, hießen die so, also die restlichen drei Teufelsbestien hier fertig zu machen und habe mich auch auf die Suche gemacht nach dem. Und ja, zwei habe ich ehrlich gesagt gefunden. Vor allem das erste, das wusste ich sogar noch. Es ist mir schon mal vor was weiß ich wie vielen Parts auf Screen begegnet, aber habe ich irgendwie total vergessen. Jedenfalls, das dritte kann ich jetzt immer noch nicht finden, aber ja, mein Weg hat mich auch unter anderem hier zum Labari-Kessel geführt. Da ist direkt das Skit aufgeploppt und mir ist aufgefallen, wir waren noch nicht hier ganz unten. Keine Ahnung, wir haben irgendwie hier bei der Etage oder so haben wir aufgehört und dann sind wir nicht weiter nach unten gegangen, kann das sein? Wir sind dann direkt wieder rausgegangen. Und ja, wie es sich herausstellt, es gibt hier ein paar Schatztruhen. Ja, super. Hätte ich zwar vielleicht auch offscreen öffnen können, weil solch wichtige Sachen befinden sich hier sowieso nicht. Matrosen irgendwas. Ach, wird aber, glaube ich, alles veraltet sein schon. Ja, aber der einzige Grund, weshalb ich noch hier eine Aufnahme mache, war, weil ich gehe noch mal kurz hoch. Weil da gab es doch schon irgendwas, was ein bisschen wichtiger war. Wenn ich jetzt wüsste, wo es nochmal war. Ich sehe auch, da ist noch ein Raum hier, den wir nicht erkundet haben. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Vielleicht ist da noch was Schönes drin. Hallo. Na? Eine Truhe. Hi. Jetzt gucken wir uns auch gleich nochmal an. Boah, ich fühle mich hier schon in Tesla, ja, wie zu Hause. Also. Ja, ich bin das noch nicht gewöhnt, dass ich monatelang ein Spiel, gehst du weg, da ist auch noch eine Truhe. Ein Spiel, was mir so derbe Bock macht, Monate hier verteile. Weil wenn ich es privat gespielt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon 2 Wochen durch oder so. Aber jetzt fühle ich mich schon hier irgendwie heimatlich. Ist das pervers? Egal. Wie komme ich jetzt auf der anderen Seite? Da war auch noch eine Truhe, die will ich auch haben. Hallo? Da ist zwar bestimmt nicht mehr was Wichtiges drinne und geh weg. Danke. Boah. Hey! Wie komme ich denn da hin? Ach so, da, okay. Ach so, ja, die habe ich ja schon gesehen. Aber deswegen sind wir nicht hingekommen. Ich bin deswegen nochmal hingekommen. Was haben wir hier? Ein Elfenschatz. Was ist da drinne? Fertigkeitsbuch Heiler mit dem. Ein Buch, mit dem Elise Zugang zur Fertigkeit Heilerlohn erhält. Boah, das ist bestimmt voll die geile Fähigkeit und ich habe sie jetzt erst gefunden. Dann gucken wir mal. Heilerlohn. Gewinne je nachdem, wie viele KP du hast, in einem einzigen Kampf 3-mal mehr Erfahrung. Was? Okay. Na gut, dann nehmen wir uns noch die Truhe, gucken uns das Skit an. Bitte schön. Und dann gehen wir zur nächsten Teufelsbestie. Okay. Ja, ich weiß, wir müssen uns zu allen möglichen Orten hin, aber erstmal das Geschäftliche. Warum? Warum? Kämpfe sind wichtiger als Story. So, wir gehen jetzt in den Xänenwäldern zum Tempeleingang. Und ich sollte vielleicht meinen heiligen kann man die auch neutralisieren? Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein, ja, so paar Finstertruppen benutzen, aber was soll's. Na gut. Bäh. Boah, ich bin schon überall hier durchgerannt. Ich bin sogar durch die ersten Gebiete noch rumgerannt, in Hoffnung, da vielleicht irgendwo die Viecher sind. Waren es aber nicht. Aber egal. Da hinten müsste man es schon sehen. Da ist was riesig Großes. Hi, wie geht's? Du kämpfst jetzt gegen mich. Aha! Swiss! Level 61, okay. Heute, keine Ahnung. Natürlich erinnere mich irgendwie an Xernas aus Pokémon X! Eigentlich das. Vor allem, es sieht auch noch fast genauso aus wie dieses Viech. Jules, du
Bleibst du mal bitte bei mir, damit du mich heilen kannst. Wieso habe ich Ruhm genommen? Oh geil, danke. Was hast du denn für eine Waffe? Vielleicht hast du ja Ruhms Waffe, kann ja sein. Warte mal. So, ich kann ja nicht sehen. Nee, kann ich nicht sehen. Ich spam einfach das hier. Spam. Vor allem ist auch sehr effektiv. Haha. Ich finde die Technik so geil. So, wo das nächste Vieh sich befindet, weiß ich auch. Aber wo das dritte ist, weiß ich jetzt nicht. Das macht mir irgendwie Probleme. Ach, verdammt, ich hab vergessen, ein Gericht einzusetzen. Aua. Geh weg. Ich hab vergessen, ein Gericht einzusetzen, Mann. Sind wir mit leerem Magen in den Kampf gegangen. Ja, und ich spam einfach das hier. Weil ich mal ein Problem damit. Weil die Viecher werden doch bestimmt sowieso voll immer stark. Oh, hi. Bams. Das ist irgendwie als Donnerelement. Ne, bisschen Eis, du hast einen Eiszapfen am Kopf irgendwie. Dein Viech hat gar keine Chance. Wenn ich die ganze Zeit Feuerball einsetze. Feuerball. Und ich wollte eigentlich jedes Viech in ein Part reinpacken. Weißhain, der Heuler. Ma. Er war ja voll einfach. Teufelsschwert, Beherrscher. Nochmal Teufelsschwert? Hey. Hier. Yeah. Aber du bist voll schwächer. Das war natürlich sowas von klar. Ah, den Radiator wieder. Ja, dann wird das ein kurzer Part, außer ich mache noch irgendwas anderes Sinnloses. Was ja ab und zu mal vorkommt. In meinen Parts. Beweglichkeit. Das wäre eigentlich nicht so schlecht, weil du bist schon kacklangsam, Ron. Du bist auch ein alter Mann. Falls du das noch nicht gewusst hast. Was wollte ich noch sagen? Warte mal, ich habe die Dingens gesucht. Die Bestien. Eins weiß ich noch, wo es ist. Boah, keine Ahnung. Wieder mal ein kurzer Part, da gefällt mir nicht so. Ich kann ein paar Beutegegenstände hier in bares Geld eintauschen. Verdammt, die Viecher sind jetzt alle geil auf mich. Ich gehe nach Sheraton. Ja, bin ich sicher. Oder was kann ich denn noch machen? Warte mal. Obwohl doch. Als ich nämlich nach... Wo war das nochmal? Wo die Schlacht hier war, dieser Krieg. Wie ist dieses Gebiet nochmal? Wo Mondo-Land, oder? Nee. Wo war denn jetzt nochmal? Wo wir gegen die Chimeriade und Gaius gekämpft haben. Mein Gott. Ja. Als ich mich dahin teleportiert habe, ist nämlich eine Cutscene erschienen. Ich natürlich voll Punch weggedrückt habe. Beziehungsweise zum Titelbildschirm zurückgegangen bin. Ungefähr so. Nein. Ich möchte mal wissen, dass, also so kurz darf der Party wohl auch nicht sein. Er bekommt natürlich jetzt ein richtiges Problem, wenn ihr ein Boss kommt oder irgendwie so. To believe this whole area used to be a dry wasteland. We were taught a great tsunami did this 20 years ago. It was right when the former king of Azul was leading his army into battle against Roshagal. Wait, Rowan, you were a tactician in that battle, weren't you? Yes, I was. It's hard to believe it's already been so long. This is the place where Princess Kerry died. Noctigal's sister. Even he wouldn't dare to defy her. If she was still alive, Roshagal's history would have turned out quite a bit differently. She must have been a fearsome woman if she could keep Noctigal in check. The opposite. She was a gentle, easygoing soul. Noctigal was always at his kindest around her, but her gentle demeanor masked an indomitable spirit. The Meek had no greater ally than her. She even chose to accompany the army as a medic,
so that she could save as many lives as possible. A princess working as a medic? She must have been one hell of a woman. Unfortunately, her story did not end happily. Their brothers feared Noctegaal would distinguish himself by leading Roshagaal to victory. So instead, they revoked his authority to lead the army just before the battle began. In his place, they sent an incompetent buffoon of a general, who squandered every advantage Roshagaal had. Why would they do that? They must have feared Noctegaal more than their own enemies. Also haben die sich selber in den Hintern getreten, oder was? The tsunami came and forced the remnants of both armies to retreat. But Princess Carrie's unit was among the unlucky ones that were caught in the wave. It was a grave error on my part. Amidst the confusion, I didn't notice that her unit was in the path of danger. If I had given her unit clearer orders, Carrie would still be alive. Wait a minute. Were you two together? We were worlds apart in both age and class, but we had pledged our futures to each other. Noctegaal was the only one who approved of our union, but that's an old story, and one perhaps best forgotten. Ach, sei nicht immer so hart zu dir, Rowan. Du brauchst dich auch nicht für deine Leistungen die ganze Zeit entschuldigen. So, in dem Gebiet schaue ich mich dann nochmal um. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach Sheraton. Kann ich mal zeigen, wie viel Beutegegenstände ich gesammelt habe. Jetzt sind da voll wenig. Ah. Kommt mir nicht so nah, ich stinke nur ein bisschen. Ach, hier ist er auch. Ha! Ja, dann kann man den Part auch beenden, weil mehr passiert ja nicht mehr. Wow. Das ist doch ganz schön viel. Und ja, ich bald immer noch 5 von allen möglichen. Warum auch nicht? Oh. Oh. Wow. So viel hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wir bekommen ja nichts dafür. Ja, super. Wow, das ist viel. Aber die kleinen Dinger geben nicht so viel. Mann, warum denn nicht? Weil ich möchte das Viech heute noch finden. Der dritte. Eins habe ich noch gefunden. Ein bisschen offensichtlich wurde war. Weil er war in der Mine, wo wir schon mal drin waren, aber wo die Gegner zu dem Zeitpunkt noch extrem stark waren. Also. Ja, da fand ich einfach logisch, dass das Viech da ist. Und ja. Aber glaube ich das erste Gebiet, was ich abgesucht habe. Also, mein Instinkt lässt nicht zu wünschen übrig. Nur mein Orientierungssinn. Bei dem Labarikessel habe ich mich verdammt nochmal oft verirrt. Ich habe es nicht nach unten geschafft. Das hätte man auch nehmen sollen. Habe ich aber nicht. Muahaha. So. Aber letzte Vieh muss ich auch noch finden. Ja, super. Aber ich bin schon eine Stunde hier am Rumeiern. Ich würde es gerne noch heute machen, weil sonst hätte ich heute nur 2 Parts aufgenommen. Dann wäre mir ein bisschen blöde. Was mache ich denn hier? Ich gehe einfach runter und gucke so. Was habe ich denn hier noch? Bestien. Hier. Wow. Ich glaube noch ein Aethryd hat fehlt uns für eine weitere Titel. König der Piraten, ich sag auch nicht. Der Piratenkönig. Ah. Da muss ich natürlich wieder nur an eins denken. Ja, hiervon. Oh Gott, das gibt ja gar nichts. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich den Objektladen hochlevel. Aber wir kommen sowieso nichts mehr dafür. Ja, super. Sepp. Ja, toll. Ich kann mir auch hier so Auflevel-Sachen holen. Also hier von den Typen. Ich gehe mal wieder ein paar Dinge ab. Ich bekomme zwar nichts dafür, oder?
Dann kann ich ja noch, ich möchte mal mehr holen. So, egal. Dann würde ich mal sagen, das war's dann für diesen Part. Im nächsten Part nehmen wir das nächste, die nächste Teufelsbestie vor. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.